Moin Leute, dicke Sorry nochmal. Ich habe bei der LS19-Folge heute leider verkackt, ein Lied runterzupegeln. Passiert ab und zu mal. Wir waren heute ein bisschen im Stress, weil wir mussten noch einkaufen fahren und ich habe das Video schnell geschnitten und gerendert und hochgeladen und dabei ist mir wohl ein kleiner Patzer passiert, dass ein Lied nicht runtergepegelt war. Deswegen habe ich die Folge auf privat gestellt. Ich habe sie jetzt nochmal neu hochgeladen, wenn ihr jetzt dieses Video gerade seht. Jetzt sollte alles vernünftig gepegelt sein und dicke Sorry nochmal an der Stelle. Viel Spaß mit dem Video. Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von LS19. Meine lieben Freunde, wenn ihr dieses Video zu Ende geschaut habt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf www.twitch.tv/gtimetv kommt, denn um 14 Uhr geht dort ein Livestream los. Ja, wenn ihr den nicht verpassen wollt, könnt ihr überlegen, meinem Livestream-Kanal zu folgen. Ansonsten schreibt es euch auf, erstellt euch eine Erinnerung in eurem Kalender, auf dem Handy oder sonst was. In 2 Stunden startet ein großer Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv und gezockt wird ordentlich LS19. Je nachdem, wenn sie es schafft, ist die Julia mit dabei, denn die ist auch gerade hier im Video dabei. Aber ich glaube, die hat heute noch ein bisschen was zu tun. Und ja, etwas noch, ne? Ja, bevor wir jetzt loslegen mit dem Video, möchte ich auch noch ganz kurz einen anderen Livestream erwähnen, meine lieben Freunde. Denn am Samstag um 9 Uhr, diesen Samstag um 9 Uhr, gibt es einen riesengroßen, ich sage jetzt mal vorsichtig, 24-Stunden-Livestream. Ich sage aber direkt im Anschluss, ich versuche 24 Stunden. Sollte ich vorher müde werden, werde ich den Stream beenden. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst und nicht das Gejammer losgeht von wegen, ach Kevin, du hast aber gesagt, ne? Also, ich werde versuchen, 24 Stunden zu streamen. Ob ich das noch hinkriege, keine Ahnung, ja? Wenn ich vorher müde bin, dann gehe ich pennen einfach, ja? Da ist mir auch egal, ob die Leute im Chat rumflamen, dann werde ich einfach nur sagen, Leute, ich habe das die ganze Zeit gesagt, da habt ihr Pech gehabt, ja? Also, Samstag ab 9 Uhr morgens, großer Livestream, www.twitch.tv/gtimetv. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch notieren. Es wird geil. Wir werden LS19 zocken, es wird arg gezockt. Ich werde Tabletop Simulator mit meinen Moderatoren wahrscheinlich zocken und viele andere Minigames. Vielleicht zocken wir auch mal andere Spiele, vielleicht auch mal eine Runde Minecraft. Müssen wir mal schauen, ja. Wenn ich mal wieder Lust habe, gucken wir einfach mal, wer Bock hat, ja. Großer 24-Stunden-Livestream-Versuch am Samstag ab 9 Uhr morgens. So, und wenn ihr euch das ganze Spektakel hier mal auf dem Feld anschaut, dann seht ihr schon, die Julia hat das hier ganz fleißig gepflügt. Die hat das ganze Feld gestern im Livestream gepflügt, ja. Deswegen auch einmal eine Runde Hashtag Ehrenjulia in den Chat, wollte ich schon sagen, in die Kommentare schreiben, ja. Hashtag Ehrenjulia, weil sie das hier alles so schön gepflügt hat und ordentlich gemacht hat. Und ich habe gestern in der Zeit fleißig Aufträge erledigt, damit wir wieder ein bisschen Geld haben. Und da sind wir auch schon bei der wichtigsten Thematik, nämlich Geld. Meine lieben Freunde, wir müssen mal über ein paar Sachen sprechen. Und zwar, dass der Start von LS19 jetzt nicht gerade der optimalste Start war, ist ja einigen bekannt. Es haben ja auch viele geschrieben, hey Kevin, das ist immer zum Beginn von einem Landwirtschaftssimulator so, dass es da am Anfang Probleme gibt. So, ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad genommen, weil ich mir gedacht habe, komm, in LS17 hast du fast 200 Parts auf YouTube alleine nur, Let's Played, und im Livestream habe ich über 100 Spielstunden gesammelt, ja, in LS17. Und da habe ich mir gedacht, komm, du hast jetzt mittlerweile ein bisschen Ahnung von Landwirtschaftssimulator, nimmst du mal einen etwas größeren Schwierigkeitsgrad. So, das Problem an der ganzen Sache ist, und das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass der höchste Schwierigkeitsgrad in dem Spiel ist jetzt kein Angriff auf Giants, ja, ich möchte das nochmal sagen, ist jetzt kein Angriff oder so, das ist einfach nur ein Feedback. Ich glaube, dass der nicht sehr gut gebalanced ist in meinen Augen. Problem Nummer 1, Baumwolle. Haben schon einige Leute von euch in die Kommentare geschrieben. Das Problem auf sehr schwer ist, oder auf schwer, wenn ihr Baumwolle anpflanzt, das Mieten der Gerätschaft für Baumwolle kostet 30.000 Euro. Dann kommt jeden Tag, der vergeht, Miete drauf. Die soll wohl auch ziemlich hoch sein. Und Baumwolle bringt einfach zu wenig Geld, als dass es sich lohnt, die Gerätschaften dafür zu mieten und dann das Geld wieder reinzubekommen, was man für die Miete ausgibt. Genauso ist das auch mit den Tieren. Ihr habt es gesehen, egal ob Hühner oder Schafe, ich habe mit beiden auf dem letzten Spielstand einen derben Verlust gefahren, ja. Es kann sein, dass man haufenweise von Tieren haben muss, wirklich eine riesen Massenzucht, damit man sich das leisten und finanzieren kann. Das kann natürlich sein. Aber was ganz viele Leute geschrieben haben, und ich vertraue da jetzt einfach mal der Spielerschaft von LS19, weil viele von euch schreiben auch vernünftige Kommentare und beleidigen nicht nur Stupide. An der Stelle Grüße gehen raus an die ganzen Leute, die ich immer wieder in meinen Kommentaren banne, weil sie es nicht schaffen, sich sachlich auszudrücken und uns immer als dumm oder blöd bezeichnen. Ja, muss man an der Stelle einfach sagen, ja, auch wenn ihr mit einem bayerischen Akzent oder so in meine Kommentare schreibt, und man anscheinend das Gefühl hat, dass ihr sehr viel Ahnung von Landwirtschaft habt,
Das mag zwar sein, aber trotzdem habt ihr nicht das Recht, jemanden als dumm oder blöd zu bezeichnen. Und dann passiert nur eins, ich lese euren Kommentar und bann euch danach einfach und habt meine Ruhe. Dann könnt ihr weiter Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Sie sieht sowieso keiner mehr auf meinem Kanal. So, ja. Also, man fährt momentan mit vielen Dingen sehr starken Verlust und das haben sehr viele Leute bemängelt. Muss ich an der Stelle auch jetzt mal, das ist mein Feedback, geben, auch bemängeln. Was viele Leute geschrieben haben, dass auf schwer Aufträge essentiell wichtig fürs Spiel sind. Und deswegen haben auch schon Leute geschrieben, sie spielen schon gar nicht mehr auf schwer, weil man einfach viel zu viele Aufträge erledigen muss, um sich bei der Stange zu halten. Und ich kann das so, in gewisser Hinsicht kann ich das bestätigen. Also, die Julia und ich, wir haben jetzt gestern ja hier dieses komplette Sonnenblumenfeld geerntet. Ich weiß nicht, wie viel wir insgesamt gemacht haben. Das können wir aber ganz einfach... Circa 22.000. Wir können das hier nachvollziehen. 34.000 haben wir damit gemacht durch die Ernte. Okay. Also das ganze Feld war mit Sonnenblumen voll. Ich weiß nicht, die waren ein bisschen vertrocknet. Kann sein, dass das nochmal ein bisschen die Ernte reduziert hat. Aber wir haben mit diesem Feld 34.000 eingenommen. So. Wir haben jetzt Mietkostenfahrzeuge 10.000 Euro. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall, ich sag jetzt mal so 3 bis 4 Felder und die Pflanzen müssten relativ schnell wachsen, damit wir diese Mietkosten jeden Tag gedeckt kriegen und ein bisschen on top Gewinn machen, ja? Also auf schwer ist es wirklich sehr schwer zu spielen, ja? Vielleicht kann es sein, dass es Leute gibt, die ein paar tausend Stunden Spielerfahrung haben schon in Landwirtschaftssimulator und sagen, ey, auf schwer ist voll easy, man muss das, das und das machen, ne? Aber ich sag mal so, das ist von meiner Seite ja kein Jammern, ich find's sehr geil, dass es so schwer ist, aber ich finde, in gewissen Dingen sollten sie auf jeden Fall nochmal ein bisschen die Räder anschrauben und das vielleicht nachbalancen, ja? Es kann natürlich sein, dass Baumwolle mehr Sinn macht, wenn man ein riesengroßes Feld hat. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann das nicht so krass beurteilen. Nur ich kann sagen, was ich jetzt am Anfang für ein Gefühl habe, ist, dass alles irgendwie nur Verluste bringt und man nur Aufträge macht. Es kann ja sein, dass von Giants es vorgesehen ist, dass man bis, keine Ahnung, 1 Million, 2 Millionen Euro nur Aufträge macht, dass man so viel Geld hat, dass man sich größere Felder leisten kann und es dann erst anfängt, dass man mit seinen eigenen Feldern anfängt, Gewinn einzufahren, ja? Es geht ja bei schwer darum, ein möglichst realistisches Spielerlebnis nachzustellen, ja, also so wie es in der Wirklichkeit ist. Und deswegen, denke ich mal, sind die Preise auch so gering, ne? Da verlangen ja auch einige Leute nach. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit hier mir vor den Füßen rumzulaufen? Ja, du läufst ja auch vor meinen Füßen rum. Ja. So, dann gehe ich jetzt hier hinten hin. Mensch, hör mal, hier belästigt von dir. Ja, wenn hier rumlaufen ist. So, also. Wir werden jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir dieses Feld weiter bewirtschaften, werden nebenbei Aufträge machen, die Julia und ich. Ob ich jetzt einen Auftrag mache oder mein eigenes Feld bewirtschafte, ist mir in dem Sinne erstmal eh Latte, weil ich will eigentlich in die Tierzucht gehen, nur das werden wir nicht so schnell machen, so naiv bin ich jetzt nicht. Tierzucht werden wir erst machen, wenn wir eine Riesensumme an Geld angespart haben und es sich dann wirklich lohnt, ja. Also bei den Schafen, ich glaube, ihr müsst locker 300, 400 Schafe haben, bis das so krass läuft, dass ihr damit wirklich Gewinn fahrt, ja. Oder am besten, wenn ihr Kühe habt, ja, dann würde ich sogar schon sagen, dass ihr da so 300, 400 Kühe braucht, ja. Da müssen wir halt auf jeden Fall mal schauen. Es kann natürlich sein, dass Tiere, wie gesagt, immer noch unbalanced sind und vielleicht noch ein bisschen nach kalkuliert werden müssen, was die Einnahmen angeht. Aber wir werden uns jetzt erstmal um dieses Feld hier heute kümmern. So, und der Plan ist jetzt, wir möchten eine Direktsaatmaschine kaufen, die auch noch gleichzeitig düngt. Und dafür gehen wir jetzt erstmal unter Sätechnik, ne? Da sind die, glaube ich, drunter. Genau. Ja, hast du schon mal eine rausgesucht, die wir nehmen könnten? Du kannst die zweite nehmen von Federstadt. Ja, die, für 30.000. Halt, genau, die ist halt Direktsaat. Diese Maschine bietet zudem die Möglichkeit mit der Direktsaat. Kein voriges Probern oder Pflügen nötig. Okay, dann müssen wir auch nicht mehr pflügen. Und die düngt gleichzeitig, ne? Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Doch, die hat da so einen Düngteil, glaube ich, neben. Die scheint so ein Pflanzendünger-Symbol zu haben. Nee, die dritte hat, die dritte ist mit Dünger. Ja. Ja, die dritte ist mit, ja, die dritte müssen wir kaufen für 32.000. Kein Grubbern oder Pflügen nötig und die kann düngen. Hier ist das Düngersymbol. Ich meine aber, das linke ist auch ein Düngersymbol. Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Kann auch sein, dass das Kalk ist. Nee, das ist Saat. Saat? Ja. Ja, Saat ist auf der rechten Seite. Auf der linken ist eigentlich Dünger. Komm, wir holen einfach die dritte, passt schon. Die kaufe ich jetzt. So, die hat sogar eine Anreißspule. Genau, du kannst ja die Paletten holen mit Saat und Dünger und dann kannst du die Saatmaschine direkt auf dem am Shop befüllen damit. Ja, ich muss nur neben die Paletten fahren, ne, damit. Genau.
Okay, die kaufen wir aber, ne? Die Saatmaschine, oder? Ja, würde ich sagen. Das kriegen wir locker wieder rein, wenn wir uns anstrengen ein bisschen heute. Also wie gesagt, heute ist ja Livestream, 14 Uhr, www.twitch.tv/gtimetv. Und da können wir richtig Gas geben. Junge, was hast du mit unserem Fan gemacht? Ja, das sieht halt so aus, wenn man pflügt, ne? Aber das Pflügen brauche ich ja jetzt nicht mehr. Der ist voll dreckig. Der sieht überhaupt nicht mehr schön aus. Du kannst direkt den Pflug dann verkaufen. Nimm den mit. Den brauchen wir ja dann nicht mehr. Ja, stimmt. Hast du eigentlich recht. Der ist zwar dreckig, aber ein paar Euro werden wir noch bekommen dafür. Ja. Ja, dann werden wir den jetzt verkaufen, den Flug, Leute. Und übrigens zu der Frage mit den Videos, ob ich längere Parts machen soll. Es gab so eine 50-50-Entscheidung. Ich glaube, da müssen wir mal ein Voting machen in der Folge. Das wird nicht in dieser Folge sein, ja. Wobei, ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich mit den 15-Minuten-Parts auch ziemlich wohl. Julia und ich, wir spielen halt sehr viel in den Livestreams, ja. Das wird auch immer so sein, weil ich möchte keine Videos machen, also um das mal kurz zu erklären. Ich will nicht 10 Folgen lang nur mit euch an einem Auftrag rumbuckeln, ja. Dann wird euch das zu langweilig, das Let's Play von LS19. Wir möchten gucken, dass wir möglichst in den YouTube-Videos immer die wichtigsten Entscheidungen und Käufe tätigen, ja. Und im Livestream tun wir dann sowas wie die Felder und so bearbeiten. Es wird auch Timelapses und so bald geben. Die kann ich dann nämlich schön im Livestream nebenbei aufnehmen, während ich am Stream bin, ja. Und deswegen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das wird auf jeden Fall auch noch wiederkommen, meine lieben Freunde. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten. Sehr schön. Dann kann ich nämlich jetzt den Pflug verkaufen. Oh Gott! Was zur Hölle? Ich glaube, der ist ein bisschen gegen die Schranke gekommen. Also ich habe mir ja im Singleplayer, habe ich mir ja Feld 24, 25, 26 gekauft. Auf einen Schlag praktisch. Die Felder gehören halt zusammen, sind halt sehr minimal, also klein. Bei mir sind diese ganzen Symbole zum Kaufen und Verkaufen nicht da. Na, okay. Ah, lol. Ich muss da einfach nur dran gehen und R drücken. Okay, hat geklappt. So, dann verkaufe ich jetzt den Flug. Ja, den Flug muss ich ja hier hinten verkaufen. Ach so, muss ich den da hinten verkaufen? So, dann machen wir das mal eben. Ich habe gedacht, ich muss hier den nur hier hinlegen und dann hier vorne verkaufen. Nee, du musst den hier hinten in dieses Feld legen. Nee, weil das da hinten ist ja eigentlich die Werkstatt, ne? Aber da muss man das da verkaufen. Ja, das Feld sehe ich sogar. Komisch, scheint auch wieder ein Bug zu sein, ne? Aber ich denke mal, das werden die noch beheben, keine Sorge. Ach klar, auf jeden Fall, Mensch, das Spiel ist einen Tag draußen. Ja. Ich sag mal so, ne? Über die Bugs will ich mich gar nicht aufregen oder so, Leute, weil das war klar, dass es Bugs geben wird, ne? Ich finde halt nur ein bisschen schade, dass das mit der Balance nicht so ganz nice ist. Ah, okay, du hast ihn verkauft. 11.000 haben wir sogar gekriegt. Guck mal, da haben wir ein Drittel der Saatmaschine wieder drinne. Ja, siehst du. Und der Flug war gar nicht so teuer. Hätten wir gestern eigentlich direkt kaufen können. Hättest du gestern gar nicht den Flug holen müssen. Egal jetzt. Hatte ich was zu tun im Stream. Ja. Hättest du auch mit der Saatmaschine gehabt. Ja. Hast du die Paletten schon gekauft? Nee, ich tu den jetzt erstmal dran machen, die Saatmaschine. Ah, okay. So, dann kaufen wir jetzt die Paletten, Leute. Also, Big Bags, ne? So, was kaufen wir denn da? Saatgut Big Bag. Wie viel soll ich denn da holen? Ich weiß nicht, wie viel passt in die Saatmaschine rein? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich guck mal eben. Guck jetzt selber. 5000 Liter. Gilt das für beides 5000 Liter? Gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, ob wir 5000 Liter brauchen, aber dadurch, dass du ja die Maschine gekauft hast, ist das egal. So, ich habe jetzt 5 Dinger gekauft. Okay. Ja, das ist nur Saat, ne? Ja, ja, oder? 5000 Liter. Ja. Ah, sieht aber nicht so aus, als wenn da 5000 Liter Saat reingehen. Also, könnte natürlich täuschen jetzt, der Blick, aber... Das sieht eher so aus, als wenn da 3000 reingehen. Dann haben wir 2 übrig noch. Ja, dann lässt du die stehen. Dann können wir immer hier hinfahren zum Befüllen, weil wir haben ja noch keinen Hof, ne? 3000 haben wir. Okay, dann kaufe ich jetzt noch 2000 Liter von dem Dünger, ne? Nee, nicht Düngertank. Da muss ich auch Big Bags kaufen, ne? Hier Mineraldünger, ja, genau, Big Bag, oder? Genau. 1, 2.
Oh shit. Da muss ich was näher ranfahren. Ja, sonst fahr von der anderen Seite. Oder? Ja, so sollte passen. Der füllt die aber nicht rein. Muss ich eine andere Taste drücken? Nee, eigentlich auch mit R. Nee, der füllt die nicht rein. Wahrscheinlich sind die nicht dafür geeignet. Da kommt wahrscheinlich der Dünger gar nicht rein. Weil da musst du nämlich drauf achten, glaube ich. Vorsicht! Oh, überfahr mich doch nicht. Nee, ich kann die nicht, ich krieg die da nicht rein. Das ist nicht der Dünger dafür. Das ist aber auch nicht so schlimm. Doch, jetzt geht er rein, okay. Keine Ahnung, dann war ich gerade nicht richtig dran. Ja. Ach, das ist bestimmt, weil das Pflanzenzeug noch in der Nähe ist. Das Warte. Kann sein. Deswegen kriegt er das nicht beladen. Der hat gerade versucht, das Pflanzenzeugs zu beladen. So, jetzt habe ich den eh ein bisschen verschoben hier. Ich tue den jetzt mal so ein bisschen an die Seite schieben hier. So, dann muss ich versuchen, mit dem Traktor jetzt da ein bisschen näher ranzukommen noch. Also mit der Maschine. Oh, es könnte das Schild erwischen. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Ja, passen 2000 rein. Schade, dass nicht im Shop die Verteilung richtig angezeigt wird. Zum Beispiel 2000 Liter Dünger und 3000 Liter Saatgut. Wäre ganz geil, wenn es irgendwie... Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann ja jemand eine Mod machen. Es haben ja schon ein paar Modder geschrieben, dass wenn ich irgendeine Mod will oder so, soll ich Bescheid geben. Die könnten versuchen, was zu modden. Ich weiß ja nicht, ob sowas möglich wäre. Aber das wäre cool. Also wäre eigentlich geil, wenn Giants das von Haus aus mit reinnimmt, dass sie anzeigen, was genau wie viel von was reinpasst, ne, in so eine Maschine. Okay. Was ich auch ein bisschen blöde finde, hier war ja dieser Bahnübergang im Shop, ne? Mhm. Der geht runter kurz bevor der Zug da ist, ne? Also, wenn man gerade auf den Schienen steht, dann hat man echt ein Problem. Hm. Egal. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zurück zum Feld, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, werden die Julia und ich gucken, dass wir dort säen. Ich denke mal, wir werden irgendwie sowas wie Raps oder so machen, weil das anscheinend ein sehr zuverlässiges Einkommen ist und wir damit gutes Geld verdienen können. Feld 6 war's, okay. Und werden dann gucken, dass wir damit quasi jetzt unseren Gewinn versuchen anzukurbeln. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, wie gesagt, 14 Uhr www.twitch.tv/gtimetv, habt ihr die Gelegenheit dazu. Ansonsten nicht vergessen, Samstag ab 9 Uhr der große 24-Stunden-Livestream-Versuch www.twitch.tv/gtimetv. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, schreibt mir gerne mal Feedback in die Kommentare, vor allen Dingen zu der Thematik mit dem Schwierigkeitsgrad, wie ihr die ganze Situation seht. Vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen gemacht und sagt, yo, ich finde persönlich schwer ist nicht so schwer, weil, ja, XY sehr viel Geld bringt und man damit sehr gut ins Spiel reinkommt, ja, oder sich Tiere erst dort auf einem, ja, viel höheren Grad, wenn man viele Tiere besitzt, lohnen und so, ja, teilt mir einfach mal eure Erfahrungen mit, wie ihr die ganze Thematik mit dem Schwierigkeitsgrad schwer seht, wenn ihr darauf gespielt habt oder spielt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr von Alice19 verpassen wollt oder auch generell anderen Videos, die hier auf diesem Kanal kommen und euch der Kanal gefällt, könnt ihr ja überlegen, ein Abo zu, ja, rauszuhauen und die Glocke vielleicht sogar zu aktivieren. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschüss zusammen.